herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Udiana, ich grüße dich. Du möchtest wissen, wie sollst du mit ihm umgehen? Kannst du auf ihn vertrauen? Sollst du auf ihn warten? Er hat immer wieder seine Geheimnisse. Und das klären wir jetzt bei diesem Orakel. Diese Karte in die Mitte hat eine wichtige Bedeutung. Diese Lilien symbolisiert die Reinheit. Und das sagt auch mein Gefühl, dass ihr in seelischen Ebenen sehr verbunden seid und dass diese Liebe sehr rein und sauber, also für mich erscheint das so. Und dass er etwas bereinigen wird und etwas klären. Vielleicht braucht er Zeit dafür, aber das kommt noch. Außerdem, die Lilien symbolisiert die Intimität und das spielt auch eine Rolle bei euren Beziehungen. Jetzt schauen wir deine Gegenwart an und das zeigt hier dieses Bild. Diese Kelchen im Hintergrund symbolisieren die Gefühle. Und das hat mit Vergangenheit was zu tun. Und diese Kelchen sind mit vollen Tränen. Und das ist der Tal der Tränen. Und du sollst diesen Platz verlassen. Hat mit Vergangenheit etwas zu tun. Damit du diese Stärke verspürst, sollst du im Rückzug sein, nach innen schauen, dieses Licht nicht draußen, sondern in dein Inneren suchen und finden. Dann hast du mehr Klarheit, nicht über ihn oder über seine Situation, sondern über dir selbst. Dann entdeckst du deine Werte. Und entdeckst du auch diese seelische und erkennst, dass ihr beide seelisch miteinander verbunden seid. Und das ist eine reine Liebe. Du sollst das vertrauen, was auch dein Gefühl sagt. Aber dein Gefühl spricht, deine Seele spricht erst dann zu dir, wenn du zum Ruhe kommst. Wenn du zurückziehst, wenn du meditierst und deine Seele wird es dir auch flüstern, vertraue ihm, trotz diesen Umständen. Es wird etwas verändert. Du weißt auch, es hat Gründe auch. Du kennst vielleicht nicht alles im Detail, weil er erzählt nicht immer alles, aber du kannst es so einordnen, was los ist. Und es ist vielleicht auch ein gewisser Schutz dir gegenüber, dass er nicht alles offenlegt. Und wenn du das verinnerlichen kannst, weil du verlässt die Tale der Tränen, weil du zurückziehst und die Ruhe findest und kümmerst um deine Seele, dann erlebst du die Sonne. Und Sonne symbolisiert dein Selbst. Sonne symbolisiert auch Erfolg, Glanz, Ausstrahlung. Du sollst es auch ausstrahlen. Das sind deine Werte. Und Sonne symbolisiert auch die Sommermonate als Zeit, dass da mehr Klarheit kommt und dass er offener wird. Jetzt schauen wir seine Gegenwart an. Und das bedeutet hier die Münzen, natürlich auch die Finanzen, dass er dabei ist, seine Finanzen in Ordnung zu bringen. Kann auch bedeuten, dass er Schulden hat und er muss das abzahlen. Er erklärt nicht immer alles. Also du hast diese Klarheit nicht, aber so wie er sich verhält,
Und seine Geheimnisse hat mit Finanzen was zu tun. Diese Karte bedeutet aber noch etwas, und das sind die Werte. Schau mal diese Liebespaar an. Das hat Werten. Und diese Wertschätzung kommt auch, er sagt auch, dass er dich liebt. Er sagt es auch. Und das sollst du vertrauen. Und die Zahl 10 bedeutet auch etwas, und das ist schon ein Neuanfang. Und dieser Neuanfang plant er schon. Und das plant mit dir. Und das bringt auch in Ordnung, weil das hat auch eine Struktur. Und die Münzen stehen in Verbindung zum Erdeelement. Und das ist die Realität, das sind die Taten. Worüber macht er Gedanken? Das zeigt hier dieses Bild. Seine Hände sind gebunden. Er kann nicht so handeln, wie er will. Es sind Einschränkungen da. Er stoßt auch in seinen eigenen Grenzen oder anderen setzen ihm Grenzen. Und was liegt in tiefen Geheimnissen? Das bedeutet hier die Gericht, entweder Gerichtstermin oder er hat Angst vor Gericht. Und das sind Themen und das hängt mit Finanzen auch was zusammen. Und viele Dinge, was er noch gar nicht sieht. Und liegt einige Dinge hier im Geheimen, was dir nicht erzählt. Wo er aber auch keinen Überblick hat. Er blickt auch nicht immer alles. Aber er befindet sich in einem Kreisen, wo er weiß nicht, wie er da rauskommt. Und damit sind seine Hände gebunden und er kann nicht so handeln, wie er will. Und die einzige Halt, was er hat, das bist du. Diese Liebe, was er verspürt, das bist du. Diese Reinheit, was du gibst, was er auch geben kann, das bist du. Das ist diese Liebe, diese Beziehung. Aber er hat Schwierigkeiten. Er hat auch falsche Freunde. Und er will dich auch noch in diese Schwierigkeiten mit einbeziehen. Manchmal ist vielleicht besser, wenn du nicht immer alles weißt. Das kann auch für dich ein gewisser Schutz sein. Und wenn er die Finanzen geordnet hat und vielleicht muss er noch was abgeben oder zahlen, dann hat er eine ganz andere Lage und dann kann er handeln und er wird auch handeln. Und das zeigt hier die Zahl 10, dieser Neuanfang. Und solange, bis er noch in diesem Kreisen bewegt, solange, bis er dort noch Probleme hat, aber er will die Probleme nicht zu dir tragen, sondern er möchte die Zeit mit dir genießen, schau mal die beide Seiten, die Münzen an. Sei nicht so verletzlich, sondern erkennen, dass so wie er handelt, ist vielleicht momentan wirklich die richtige Handlungsweise. Und versuche, diesen Gefühlen, diesen verletzten Gefühlen und Tränen verabschieden und kehr zurück zu deinen Inneren. Und dann findest du die inneren Ruhe und inneren Gleichgewicht. Und vertraue an seinen Worten, weil die Sonne zeigt auch die Wahrheit. Er schweigt, er erzählt nicht immer alles. Das kann sein, das entspricht der Realität. Trotzdem ist das eine reine Liebe. Und diese Karte hat auch eine Bedeutung und der Kompass zeigt die Richtung. Es ändert sich die Richtung. Er wird verabschieden von diesen Leuten. Er muss da etwas noch klären oder die Finanzen ordnen und dann hat er diese Kontakte nicht. Und das wird die Richtung sein. Kann sein, dass es ein paar Monate dauert, dass es nicht von heute auf morgen passiert, aber die Richtung stimmt. Und das ist die Richtung.
Und das ist diese Liebe zwischen euch beiden. Liebe Udiana, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute von Dendera.